Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Heini Nüchtern und wir machen hier einen Jib mit Heini. Ja, Mann, lass uns direkt loslegen, würde ich sagen. Let's go! Boah, ganz schwach. Aber ja, ich erinnere mich dran, es war vor dem Fußballtraining. Da war ich so 15 oder so. Da hat ein Kumpel von mir gemeint, hey, guck mal, ich hab hier was. Da sind wir voll in den Wald reingegangen, voll tief. Und dann haben wir so zweimal gezogen, jeder weggeschmissen und dann voll cooles Fußballtraining gehabt. 36 Mafia, 50 Cent, alles eigentlich. Von Anfang an, mit 11, mit 12 oder so. Aber da ist es ja einfach nur so, du weißt, haha, die rappen über Weed und so, cool. Nee, ist Nürnberg. Langwasser ist ein Stadtteil von Nürnberg, so wie Kreuzberg von Berlin ist. Ja, dann ging es eigentlich relativ schnell, aber mit großen Zeitabständen, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich am nächsten Tag so, wow, geil, aber man hat dann nächste Woche im Training dann nochmal, dann nächste Woche und dann irgendwann auch draußen, bla bla. Und irgendwann wurde es dann so, in den nächsten 3-4 Monaten wurde es dann halt irgendwann jeden Tag. Da hat es angefangen, aber wir hatten auf jeden Fall eine Routine und zwar draußen halt, ne? Du gehst von der Schule nach Hause, machst deine Hausaufgaben und dann geht es direkt wieder raus zum Bolzplatz oder zu den Tischtennisplatten oder so. Und dann chillt man da einfach 6 Stunden und raucht halt. Das ist genau das, wovon wir leben dort. Das ist unser Gefühl, dass wir jeden Tag brauchen, einfach rausgehen und Angst haben. Ja, genauso ist das. Rausgehen und Angst haben, verstecken. Deswegen musste ich auch in den Wald und so. Das ist wirklich Katz und Maus. For real. Man muss immer wegrennen halt. Ne? Zum Glück ist man da schnell und man kennt auch Langwasser. Also wir kannten Langwasser besser als die Polizei, deswegen. Ja, auf jeden Fall. Wir smoken und dann gibt es halt so, bei unserem Platz wissen wir natürlich, wo man rein kann und so. Und es gibt 2 Eingänge, hinten und vorne. Und der Streifenwagen kann halt nur bis dahin und dort steigen die halt aus und kommen. Und manchmal kamen die halt dann auch von der ganz anderen Seite durch die Gebüsche und so ein Scheiß. Da sind nicht mal Straßen. Ja, und dann, wir gucken eh immer. Weißt du, wie ich meine? Wir haben eh immer so geguckt. So, wow. Okay, krass. Und dann irgendwann, wenn da so ein Auto kommt, wo wir nicht kennen, wer das ist, welches Auto das ist, dann war immer direkt so, okay, was los? Weggehalten. Dann gucken wir. Und wenn die dann aussteigen und auf uns zukommen, dann zium, weg. Nie erwischt. Ihr könnt euch das so vorstellen, so, es ist ja noch, man ist ja noch jung und jugendlich. Das heißt, das ist noch nicht der Job von einem, mit dem er die Miete zahlt oder so plagen, sondern das ist so, ha, ich will Taschengeld ein bisschen mehr oder yo, ich will für mein eigenes Weed, was ich rauche, nicht zahlen. Und deswegen hast du halt so einen Freundeskreis von 10, 20 Jungs und dann ist halt immer alle 3 Monate jemand anderes der Plug gewesen. Derjenige, der halt gerade irgendwie ein Tausender hatte, um sich Weed zu holen, was er dann verkaufen kann. Es war nicht immer einer, aber über die Jahre hat sich dann 1, 2 kristallisiert. Und als man dann so 18, 20 war, hat man dann auch gemerkt, okay, die bleiben dran, das ist ihr Job jetzt, die machen das jetzt. So, während alle anderen halt nicht mehr das machen und sagen, ey, ich mache Ausbildung, bla bla. Bei denen ist das weiter geblieben so. Also es gab Weed, sehr schlechtes Weed. Für uns damals war es gut. So, Hasch war, nee. Boah, geil, ich räume übrigens hier einen richtig nice Joint gerade. Das ist Runs, falls ihr euch das fragt. Super Runs, schaut dort auch an. Hier, Royal Queen Seeds. Das sind, die sind krass, schaut euch das mal an, wenn das hinfällt, das bricht nicht. Das ist heftig. Danke dafür auf jeden Fall. Boah, ich habe so Lust auf diesen Joint hier gerade. 2 Jahre, würde ich sagen, 2,5 Jahre, ja. Das kam, weil ich einfach Kopfschmerzen hatte vom Tabak. So. Also wenn ich an der Kippe ziehe, kriege ich Kopfschmerzen und deswegen. Ich mag Tabak, ich habe nichts gegen Tabak. Ihr könnt alle ruhig mit Tabak rauchen. Aber ich kriege leider Kopfschmerzen davon. Das Trap House, Dance Oma House. Ja, das war chillig. Von einem Kollegen von mir, der auch Beats gemacht hat damals, also hauptsächlich meine Beats gemacht hat. Und das Haus stand halt erstmal 1, 2 Jahre frei, weil man es renoviert hat und so, um es weiter zu vermieten. Und in diesen 1, 2 Jahren konnten wir da drin schön entspannt chillen, weil da war halt niemand. Und deswegen hatten wir das auch für uns, haben unser Studio ein bisschen aufgebaut, haben da jeden Tag gechillt und haben halt Musik aufgenommen und einfach, ja, rauchen tut man ja eh. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, da gab's nix. Wir haben einfach uns dort getroffen, Beats gemacht, drauf aufgenommen und auf der Terrasse Joints geraucht. Also da, wir waren auch immer nur so zu 5 oder 6, so die Jungs, die halt Musik gemacht haben und so. Also da war echt, wir haben keine Leute eingeladen, wir haben nicht gesagt, hey, kommt alle vorbei und so, das war alles. Wir haben es alles ziemlich low-key gehalten, weil wer Langwasser kennt, der weiß, wenn so eine Location mal exposed wird, dann ist es in Langwasser vorbei, dann hast du da Probleme, wirklich. Nee, die Cops kamen da niemals vorbei, wir waren sehr, sehr leise und auch die anderen Langwasserianer kamen nicht vorbei.
Drake war halt einfach genau der, der zu der Zeit auch so diese Mixtapes, er ist ja berühmt geworden von einem Mixtape und so, also was ja schon krass ist von etwas, was du umsonst anbietest, Geld zu machen und eine College-Tour zu spielen und so. Und deswegen war der Drake eine so große Inspo und seine Musik ist, war, fand ich damals auch richtig lit. Finde ich immer noch. Ich habe natürlich nicht diesen Flex, den er hat, aber genau, es war geschäftlich hauptsächlich und wie man sich so verhält mäßig. Also er war jetzt nicht jemand, der sich zum Affen gemacht hat und so für die Kamera, um Klicks zu kriegen oder so, weißt du, wie ich meine? Und das hat mir sehr gefallen und das hat es halt... Außerdem, Digga, er wurde von meinem Idol Lil Wayne entdeckt. Also da musste ich natürlich mitgehen. So, wenn Lil Wayne sagt, Drake ist krass, dann ja, hat Lil Wayne recht. Oh yeah, Shoutout der Swagwop. Ich weiß nicht mehr, wer mich eingeladen hat tatsächlich. Ich glaube, das war Dylan, einer aus Langwasser. Aber ich war dann da drin und wurde ziemlich schnell zu einer konstanten Person da drin, weil ich halt auch aktiv war und so. Und ja, schaut das Werk, so viele Leute kennengelernt, sehr viele Leute, die heutzutage in Musik irgendwas machen, im Hintergrund oder so, waren im Swagmob so, und ich kenne die. Das ist echt geil. Schaut auch Kira, schaut auch Mukuba. Legenden auch im Mob, sie wissen es Bescheid. Ja, und schaut auch Moneyboy auch, dass diese Mob-Experience, die war halt krass so, weißt du, für so Youngins. Für so Youngins wie uns, die war heftig. Man konnte so nah dran sein. Keine Ahnung, Digga, es war einfach so eine Community, du hast einfach, hat einfach Spaß gemacht. Wenn du nach Hause gekommen bist, ganz nachts, da nochmal zwei Stunden, weißt du, mit den ganzen Jungs zu reden und so, war schon geil. War schon. Genau, es war eine Facebook-Gruppe, das Swag Mob. Ich weiß es nicht mehr so, es ist so lange her halt, ne? Aber es war halt dann so um Moneyboy rum. Es ging quasi um Moneyboy. Moneyboy war dann drin und dann hattest du halt immer so eine Exclusive, so, er hat halt ein paar Sachen reingepostet, die er nicht in die Öffentlichkeit gepostet hat und so. Und konntest halt mit ihm quatschen dort und so eine Scheiße, ja. Ich persönlich habe ihn da, bis heute habe ich ihn noch nicht kennenlernen können, leider. Ja, auf jeden Fall, ich bin aus Griechenland, ja. Boah, richtig schlecht. Würde ich niemandem empfehlen, das ist echt Katastrophe. Ich war in den ersten 20 Jahren meines Lebens jedes Jahr da, zwei Monate. Genau, aber jetzt bin ich länger nicht mehr da gewesen, aber es hat sich, glaube ich, nicht verändert, die Situation. Das ist da einfach schlecht. Aber ich sag dir ehrlich, auf Kreta ist eines der besten Weeds, die es gibt. Also wirklich der Markt, so auch Amerika und so, California und so, die holen sehr gerne Weed von Kreta, aber das war's dann halt auch und das kriegst du auch nicht auf dem Festland, so, weißt du, ich meine, das... Es ist einfach, Digga, diese Kultur gibt's da einfach nicht. Also dieses... Leute kiffen da einfach nicht, da ist Alkohol noch groß. Auf jeden Fall, Bolzer. Wir hatten auch damals die Bolzer-Gang. Auf jeden Fall. Am Bolzer haben wir auch Basketball gespielt und kein Fußball. Ja, der Bolzer hatte, du weißt doch, zwei Tore, zwei Basketballkörbe. So, und wir haben hauptsächlich Basketball gespielt. Klar, auch Fußball. Also ich war im Fußballverein und so. Aber habe ich halt dann aufgehört mit 15 oder so. Ich war auch echt gut. Ich war richtig gut. Ich war auch so Nationalmannschaft und so ein Scheiß. Aber ich habe dann gemerkt, so Sportlerleben ist echt nicht das für mich. So jeden Tag. Hier Training, da Training, essen, was man essen muss und das war nicht so mein. Ich sag euch auch ehrlich, Digga, wenn ich jetzt so zurückgucke, würde ich so sagen, hätte ich nicht so viel Fußball gespielt, sondern wäre ich auf Basketball gegangen und da hätte mir das Leben dann auch schon wieder gefallen, so. Aber das ist mir leider zu spät eingefallen. Klar, ich schaue jeden Tag NBA, ich habe den League Pass. Ich bin ja eh immer wach bis 5 oder so, also ich schaue jeden Tag NBA. Ich habe diese Saison jedes Spiel geguckt, jedes einzelne. Es gibt manchmal Spiele parallel, die laufen, da gucke ich halt immer so durch, ne? Also, aber ihr wisst, was ich meine. Ich liebe Basketball einfach, Digga. Das ist so ein krasser Sport und auch europäischen Basketball gucke ich. Ich bin eigentlich fast immer beim Alba-Spiel in Berlin. Jetzt wegen meinem Zustand gerade schwer, aber das letzte halbe Jahr war ich da sehr oft mit Tape Kit. Digga, Basketball ist das Krasseste und ich will das auch unbedingt in meine Musik drin haben, safe. Das ist sehr wichtig. schlechtes Vorbild von Sido tatsächlich nicht, weil ich habe keine Musik gehört von Deutschland. Ich habe nur so Lil Wayne und 36 Mafia und so gehört. Aber ja, Lollipop definitiv finde ich immer noch einer der krassesten Hip-Hop-Songs, die je gemacht wurden. Also das ist echt asozial krass, Lollipop. Und ja, Sido, schlechtes Vorbild, keine Ahnung, Digga. Natürlich habe ich den Song gekannt, der war ja überall, man kann sie ja nicht kennen. Aber ich hab's jetzt nicht gehört oder so, aber ist schon ein legendärer Song. Weißt du, wie ich meine? Allein auch der Text und alles ist schon gut für Hip-Hop, der Song. Ja, es geht auch so, bei Sido geht's ja auch um diese Sachen, bei Schlechtes Vorbild. Und ich wollte es einfach noch ein bisschen noch mal ranholen für die Leute, die vielleicht, keine Ahnung, 2003 geboren sind. Die kommen ja schwer auf sowas und deswegen wollte ich es mal noch ein bisschen samplen, dass da die Leute von heute auch noch mal checken. Ah, okay, Sido ist krass.
Nein, Bro, ich sag dir ehrlich, Mosi und ich, wir so, yo, lass Studio gehen. Wir gehen ins Studio irgendwo, er hat geklärt, Shoutout. Wir gehen ins Studio, er macht Beat. Und er eh so, Bro, ich bin gerade voll auf dieser Jersey Wave und so. Weil Mosi, Shoutout Mosi, der hat schon vor einem Jahr oder so Jersey Shit gedroppt. Egal. Und er meinte, ich bin auf diesem Jersey Club Wave. Ich so, ja, Bro, Killer, ich auch halt, lass machen. Und dann hat er diesen Beat geguckt. Und ich so, Digga, der erinnert mich voll an diesen I Just Wanna Rock Song und so. Und er so, ja, Killer. Dann habe ich so einen Song gemacht. Und dann, du weißt doch, Leute sagen dann, du lädst was hoch und Leute kommen dann immer so, das ist kopiert von da. Und dann bin ich halt einfach mitgegangen und hab's halt einfach benutzt und hab mir gedacht, okay, jetzt, ja, dann bin ich halt deutsche Lil Uzi, Digga. Und was jetzt? So, ist auch kein Film. Und dann habe ich das benutzt, damit ich damit Promo mache. Hat auch ein bisschen funktioniert. Ja. Ja, genau. Wir haben It's Raining Man mit Mosi. Karim Schay hat auch noch ein Part drauf gemacht. Zu dem Song gibt es auch eine nice Story. Ich habe, es gibt kein Weed, heißt der. Ich bin immer, wenn ich so Songs höre, habe ich immer im Kopf, wie ich die samplen kann. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich so todesberühmte Songs höre, die so jeder kennt einfach, dann habe ich immer so im Supermarkt oder so, du läufst, hörst du und dann denke ich mir immer so, so was könnte man auf Deutsch da so machen? So. Einfach so als Joke. Und bei It's Raining Man dachte ich mir dann so, It's Raining Man, es gibt noch Weed und so. Und es war im Sommer oder so. Und dann habe ich mir das gedacht und ich habe mir aufgeschrieben, es gibt noch Weed, Komma, Halleluja. So. Aber ich kann das halt nicht singen. Also ich kann das ins Mikrofon nicht singen, egal ob Autotune oder nicht. Wenn ich das performe, es kommt nicht. Dann war ich mit Mosi im Studio irgendwie ein halbes Jahr später. Und dann dachte ich mir, Digga, Mosi kann doch sowas easy singen. Dann habe ich ihm gezeigt, er meinte, ist cool. Und ja, dann haben wir das gemacht, das war richtig. Ich hoffe, der kommt gut an, weil der gefällt mir richtig, der Song. Ja. Boah, die Lit Kids Tour. Shoutout an die Lit Kids Tour, war eine echt schöne Zeit. Nee, ich muss ehrlich gesagt sagen, das war die smoothste Tour aller Zeiten, glaube ich. Weil bevor ich auf die Tour gegangen bin, alle meine Kollegen und Freunde so, pass auf, Bruder, das wird stressige Zeit, dies, das. Das war die entspannteste Zeit auf der Welt, wirklich. Also Shoutout Angstbooking, Shoutout Jan und so, aber das war echt. So, wir hatten so viel Spaß und es ist alles perfekt verlaufen. Es gab nicht irgendwie, es gab nichts einfach. So, es war einfach perfekt und deswegen gab es auch nichts, was vorgefallen ist, Bro. Es war alles so Location, Hotel, pennen, aufwachen, in den Bus fahren, Location. Weißt du, wie ich meine? Also, da war echt wirklich nichts, außer dass die Shows halt super lit waren. Sonst ist echt nichts vorgefallen. Nichts, alles top, wirklich. Es war so geil. Wir haben auch alle gedacht, Digga, wir fahren mit einem fetten Bus, sind so alle drin am Smoken und so, Scheiße. Nichts ist passiert. Bayern, alles überall gefahren, nichts ist passiert. Ich sag ehrlich, es war auch kein Turn-up. Nee, Bro, wir waren wirklich einfach nur am Smoken, haben vielleicht ein Glas, also die Jungs haben vielleicht ein Glas so Wodka Energy getrunken, aber nicht eine Wodka, so, weißt du, sondern jeder ein Glas halt. Und das war's, Digga. Also wir haben die Show gespielt und sind dann jeden Tag auch nach der Show direkt ins Hotel gefahren, in unsere Zimmer, noch ein Abschiedsjoint geraucht und pennen gegangen. In jeder Location, wir haben nichts anderes gemacht. Das war's, Digga. Wir hatten echt kein Interesse, irgendwas anderes zu machen. Wir sind da, um Geld zu verdienen, weißt du, wie ich meine? Ja, also diese ganzen anderen Sachen, ne? Die kann man immer genießen, aber die muss man alles mit Vorsicht genießen. Wie auch, wo ich gerade gesagt habe, zum Beispiel ein Glas Wodka trinken, statt eine Wodka trinken. Das ist dasselbe dazu. Also anstatt, dass du vielleicht eine 40er Oxy nimmst, nimm halt eine 5er. So, oder weißt du, nimm 5 Milligramm Oxy. Anstatt, dass du so 100 Codein nimmst, nimm mal 20, Digga. So. Ja, also diese Sachen auf der Tour, weißt du, sind die auch passiert, aber die sind so wenig, die verändern so wenig, dass man das gar nicht erwähnen muss. Manche Leute, die übertreiben halt einfach, Digga. Wenn du jeden Abend eine 80er Oxy nimmst, so, weißt du, wie ich meine, oder eine ganze Flasche Lean sippst, so, dann natürlich, Bro, hast du dann Absturz und dir passieren komische Dinge und so. Aber bei uns war das echt komplett entspannt. Niemand hat gefühlt irgendwas gemacht. Nach einem Glas haben wir alle keine Lust mehr gehabt auf egal was. Ja, KDM ist ja auch ein Ding für sich. Ja, der Produzent macht den Beat. Ich habe noch nie in meinem Leben ein YouTube-Beat oder so genommen. Immer mit dem Produzenten am Machen oder mit dem Produzenten, mit dem ich eher am Machen bin, der schickt mir schnell einen, weil wir uns halt nicht treffen können oder so, ne? Und dann macht er den Beat oder ich höre ihn mir an, so 20 Minuten, 30 Minuten, wie lange dauert es, ein Beat zu machen, so viel. Und währenddessen schreibe ich mir halt was auf, so. Und dann rappe ich's. Das war's. Nein, nein, völlig egal. Völlig egal. Völlig egal. Und ich kann mich auch nicht selber aufnehmen und sowas. Also,
ich weiß nicht, viele Leute denken das immer, ich werde immer so gefragt, so, yo, welches Programm benutzt du, dies, das. Ich bin einfach nur am Rappen. Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ich habe andere Leute, die das besser können als ich, die das machen. Ich kann wahrscheinlich rappen, also bleibe ich einfach nur dabei. Also ich bin nie allein und denke mir, ich will jetzt Musik machen. Das ist nicht, so deep ist das nicht. Ehrlich gesagt nicht, nein. Ich wirke jetzt so voll uninteressant und so, ne? Aber eigentlich nicht, ne? Ich bin echt immer auf demselben High-Level, den ich jeden Tag bin. So, ich bin nie ungewohnt high oder so. Und ich habe auch kein Interesse, es zu sein. Und also von meiner Seite aus würde ich sagen, ich weiß nicht, ich bin eh immer sehr zurückhaltend und rede kaum und so. Also es passiert eigentlich wirklich nicht viel also mit mir. Ich bin echt nur so am Wandeln. Also mir passieren diese crazy Stories nicht. Das passiert irgendwie anderen Leuten. Ich schaue dann vielleicht zu, so, aber mir passiert es nicht. Naja, ich bin dann nicht mehr zur Schule gegangen halt. Ja, also so die letzten 2 Jahre war ich dann kaum in der Schule. Ja. Ich war im Gymnasium und die letzten 2 Jahre war ich dann einfach nicht mehr in der Schule. Ich musste wichtigere Sachen machen. Nee, ich habe gar keinen Abschluss gemacht. Ich bin einfach mitgegangen, so, weißt du, wie ich meine? Und es ist ja auch kein Hexenwerk, ins Gymnasium zu kommen und so. Ich war jetzt nicht ein guter Schüler oder so, aber ich war immer so auf, er kommt weiter, so, weißt du, wie ich meine? Und irgendwann war es halt zu, Digga, in der Oberstufe und so musst du halt irgendwann lernen und so eine Scheiße. Und das habe ich halt nicht eingesehen, dass man musste da so eine Wirtschaftsarbeit schreiben mit 20 Seiten oder sowas. Dachte ich mir so, nee, auf gar keinen Fall. So, warum sollte ich das machen, Digga? So, ich habe echt Besseres zu tun. Ja, und dann bin ich irgendwann nicht mehr zur Schule gegangen und so. Nee, eher von anderen. Also ich bekomme es dann immer mit, wenn meine Eltern zum Beispiel sagen, dass, keine Ahnung, irgendwo bei der Arbeit von jemandem der Kollege ihn gefragt hat, weil er das auch mitbekommen hat. Und dann, hey, was rappt der denn und so, was sagt er sowas und so. Aber die sind dann eigentlich immer auf meiner Seite und meinen so, ey, das ist halt die Jugend, ihr checkt das nicht so, das ist Hip-Hop und so, habt ihr damit eh keine Ahnung, so lasst es doch machen und so. Das sind halt die Hater, weißt du, so, ich meine, du verdienst Geld mit einer Sache so, du störst niemanden dabei. So. Warum will man da noch seinen Senf dazu geben? Jersey EP im Sommer, beziehungsweise kurz vorm Sommer. Eine Jersey EP, komplett Jersey. Da habe ich auch schon ein paar Songs und so, es wird lit. Die Musikrichtung heißt Jersey Club oder Baltimore Club. Hat auch noch Unterschiede, aber Jersey Club und ja, man, mit diversen Features drauf, Absent, Lexika. Dann sage ich es jetzt zum ersten Mal öffentlich. Sevi und ich gehen auf Tour im Herbst. Genau, im Herbst wollen Sevi und ich auf Tour gehen, ist alles auch in der Planung, ist noch nicht zu 100% safe, wie das klappt, aber es klappt halt schon. Und ja, Mann, wir gehen auf Tag-Team-Tour. Ja, das wird lustig. 4, 5 Städtchen. Gar nicht, ne. Ich hatte eine Backwood-Phase, habe ich so 1,5 Jahre nur Backwoods geraucht. Aber habe ich dann gelassen wegen dem Tabak, ne. Also von da bin ich auch so, ich habe mit Tabak geraucht, dann habe ich nur Backwoods geraucht. Und da ist ja das Blatt der Tabak, also brauchst du keinen Tabak mehr reintun, deswegen rauchst du ja pur. Und dann habe ich aber Kopfschmerzen bekommen vom Tabak und deswegen habe ich dann wieder Joints geraucht. Und da ich eh die ganze Zeit so gewohnt war, einfach ohne Tabak reinzustreuseln, habe ich dann einfach weitergemacht und hat gepasst. Ich hätte schon gerne einen, aber ich weiß nicht. Ich werde ihn wahrscheinlich eh schnell verlieren. Doch, ich habe in Nürnberg mal angefangen, hatte 2, 3 Praxisstunden. Also ich kann fahren so. Also ich kann fahren, aber ich glaube, ich werde da nicht lange fahren halt, wenn ich fahre. Aber man muss halt mit Geld hingehen, ne? Wie überall wahrscheinlich. Deutschland ist ein sehr gutes Land, um Geld zu verdienen. Deswegen sind noch meine Großeltern hergekommen, wieder zurückgegangen zwar, sehr schnell, aber meine Eltern haben sich dann auch dazu entschieden, dann hier zu bleiben irgendwann, weil haben auch gesehen, so hier kann man mehr Geld verdienen und so. Und es ist ja auch wichtig, Geld zu verdienen. Du willst ja auch leben so. Und jetzt versuche ich auch Geld zu verdienen. Und wenn ich das geschafft habe, sehe ich mich definitiv nicht in Deutschland. Ja, definitiv nicht. Griechenland ist ein sehr guter Ort, vor allem, weil ich da halt schon, ne, ich habe meine ganze Familie ist dort so. Wir sind auch die Einzigen, die hier in Deutschland sind. Meine Mama und mein Papa, der Rest sind alle in Griechenland. Also Anklang und so, alles ist da, aber es wäre auch natürlich geil, wenn man irgendwo ganz, ganz woanders hingeht. So, das wäre auch interessant. 100%ig wegen Wetter, safe. Weil Wetter macht so viel aus, Mentalität, alles. Ich könnte so viele Gründe sagen, aber am Ende liegt das alles am Wetter. Weil wenn du die ganze Zeit Sonne hast und einen Hafen und eine Salzwasserbrise, dann hast du einfach weniger Probleme, egal ob du Probleme hast. Weißt du, wie ich meine? Die wiegen ein bisschen weniger. Ja.
Also jetzt haben wir da mit meinen Jungs eh die ganze Zeit sprechen wir darüber. Gerade sind auch gleich sind, also gleich sind die Playoffs, die fangen gleich an. Es sind nur noch ein paar Spiele. Schau mal, ich sage so, Bucks sind safe. Also Milwaukee Bucks sind safe in den Finalen. Und auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, Mann. Das ist halt echt schwer zu sagen. Ich weiß nicht, gegen wen Bucks spielen wird, aber Bucks wird gegen jemanden spielen. Ich kann es nicht sagen aus der anderen Conference. Aber Bucks holt die Meisterschaft. Milwaukee Bucks holt die Meisterschaft nochmal. Vielleicht gegen Golden State. Ich wollte nochmal sagen, schaut dann an die Zone. Die Zone ist krass, wir sind lit, wir bleiben da drin und wir machen weiter. Wenn ihr rein wollt, schreibt mir einfach. Und ansonsten, ich hoffe, ihr kauft Tickets. Wir sehen uns auf Tour und ja, danke 16 Bars fürs Haben. Die Zone ist eine WhatsApp-Community von mir. Also man kann mir schreiben in WhatsApp, ich habe meine Nummer veröffentlicht. Und wenn du mir schreibst, bist du in der Zone. Also sobald wir einen Privatchat haben, bist du in der Zone. In diesem Raum gibt es aber noch eine WhatsApp-Gruppe. Da sind aber nur so wirklich sehr, ich sag mal, handysüchtige Menschen drin. Also wir sind da wirklich sehr eng untereinander und sind auch die ganze Zeit am Schreiben und so ein Scheiß. Da kann man gerne auch rein, aber da muss man halt auch so jemand sein, der da oft chillt und so. Aber sonst, schreib mir einfach, du bist in der Zone. Schau mal, ich sag so, du hast recht. Du hast komplett recht. Zum Beispiel ein Kadim Shay, die ganze Zeit bombardiert. Tilo, Sevi auch. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gut abgegrenzt. Ich bin sehr gut, ich antworte niemandem. Man kann mich nur im echten Leben so ansprechen. Und da machen es Leute auch nicht, weil ich weiß nicht, hatte ich eh immer mein ganzes Leben lang schon, wenn ich so rumstehe, ich bin, weißt du, wenn du so auf eine Gruppe von Menschen zugehst, von so 4 Leuten, dann sprichst du ja einen oder zwei davon an. Du kannst ja nicht alle auf einmal ansprechen. Und ich bin halt nicht jemand, den du ansprichst, wenn du drauf guckst, so, sondern eher jemand anderes, so jemand wie Sevi oder so jemand wie Kadim Shay ist eher jemand, den du ansprichst. So. Und ich bin immer einer gewesen, der nicht angesprochen wird halt. Ich weiß nicht. Und deswegen kriege ich da auch nicht viel mit. Und wenn Leute mich ansprechen, sage ich so, nee, so red nicht so viel drüber und so. Deswegen vielleicht auch ein bisschen unsympathisch. Aber die Jungs auf jeden Fall sehr, ja, da auch auf die Tour haben uns auch manchmal Leute so Blister auf die Bühne geschmissen. Das haben wir natürlich direkt in den Mülleimer gepackt. Genau. Ja, gerne.